Jurassic World Evolution 3 wurde offiziell angekündigt. In diesem Video jetzt hier erfahrt ihr alle aktuellen Informationen und Fakten, die wir über das Spiel bisher haben. Ebenso reden wir über die ein oder andere Theorie, das ein oder andere Gerücht und auch meine Meinung, was ich davon halte, was ich mir dabei denke und was ich mir wünschen würde, was in dem Spiel mit enthalten sein müsste, meiner Meinung nach. Wir fangen jetzt an mit dem Video in diesem Sinne, ihr Lieben. Viel Spaß! Ja, ich weiß, die ganze Information ist jetzt nicht komplett neu. Offiziell wurde eine Arbeit an Jurassic World 3 bereits im Mai 2024 veröffentlicht. Beziehungsweise hat die Firma Frontier da das allererste Mal veröffentlicht, dass sie zusammen mit Universal eine Lizenz für ein drittes Jurassic World Evolution Spiel unterzeichnet hat. Das bedeutet ja, hierbei geht es nicht um ein weiteres DLC zum zweiten Jurassic World Evolution Spiel, das ja seit es erschienen ist eigentlich relativ häufig mit neuen Updates und DLCs versorgt wurde. Demnach können wir ganz klar sagen, bei der Ankündigung eines dritten Teils handelt es sich wirklich um ein komplett neues, eigenständiges Spiel. Teil 3 von Jurassic World Evolution soll logischerweise für sämtliche Next-Gen-Konsolen und eben auch den PC herauskommen. Das Interessante an der Geschichte ist, dass man aktuell ein Datum irgendwann zwischen 2025 und 2026 festgesetzt hat und ein Gerücht hält sich wirklich hartnäckig, dass dieses Spiel hier im Jahr 2025 kurz vor Kino-Release vom neuen, bisher noch Jurassic World 4 betitelten Jurassic-Film herauskommen soll. Warum ich dabei jetzt gerade so ein paar kleine Sorgenfalten im Gesicht bekomme, ist, naja, wir werden sehr wahrscheinlich nicht in einem Jahr zwei große AAA-Blockbuster aus dem Jurassic-Universum erhalten. Demnach, sollten diese Gerüchte stimmen, könnte das wirklich bedeuten, dass Jurassic Park Survival tatsächlich erst ein Jahr später im Jahr 2026 erscheint. Denkt aber immer dran, das hier ist kein Muss. Wenn wir wirklich ganz viel Glück haben, bekommen wir einfach in einem Jahr zwei AAA Jurassic Park Spiele und noch eben den neuen Jurassic Film. Allerdings aktuell glaube ich da noch nicht wirklich dran. Tatsächlich könnte Jurassic World Evolution 3 den Platz einnehmen, bei dem wir uns eigentlich erhofft haben, dass Jurassic Park Survival den bekommt. Aktuell gibt es noch keine wirklichen Informationen darüber, was an dem Spiel alles neu oder verbessert werden soll. Ebenfalls gibt es noch keine Informationen über die Kampagne. Das Spiel soll jedoch laut ersten Gerüchten logischerweise mit einer wesentlich besseren und neueren Engine ausgestattet sein. Somit sollen sich Dinosaurier noch realistischer und echter anfühlen als schon im zweiten Spiel. Und da muss ich sagen, da habe ich wirklich Bock drauf, weil Jurassic World Evolution 2 ist ein Game, das wirklich unfassbar viel Bock gemacht hat, das auch wir hier auf dem Kanal schon öfter gestreamt haben, das wir auch schon auf Twitch gestreamt haben. Und gerade die Dinosaurier im zweiten Spiel sehen einfach immer noch unfassbar genial aus. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, ja, Teil 2 wird immer noch einige Jahre lang mit Updates und eben Upgrades versorgt werden, weil das Spiel einfach immer noch sehr gut funktioniert und ich bin der Meinung, auch immer noch top in die aktuelle Zeit passt. Wir dürfen hierbei jedoch nicht vergessen, dass Jurassic World Evolution 2 damals noch für die PlayStation 4 konstruiert wurde und lediglich für die PS5 ein Upgrade bekommen hat. Das heißt, das Spiel Jurassic World Evolution 5, das Spiel Jurassic World Evolution 2 für die PlayStation 5 oder auch sämtliche weiteren Next-Gen-Konsolen ist nicht wirklich ein Next-Gen-Spiel. Und wer von euch schon mal ein wirkliches, vollwertiges PlayStation 5 Next-Gen-Game in der Hand gehabt hat, der wird bestätigen können, dass das nochmal ganz andere Kaliber sind als Spiele, die eben auch noch für die Last-Gen-Konsole programmiert wurden. Das bedeutet, wir können uns sehr wahrscheinlich auf eine sehr viel bessere Physik, sehr viel coolere und realistischere Grafik freuen. Unter anderem sollte hier auch das sogenannte Raytracing eine große Rolle spielen. Wir werden so gut wie gar keine Ladezeiten mehr bekommen. Die Tag- und Nacht- und Wettersimulationen werden um einiges realistischer sein. Und die Dinosaurier werden uns wahrscheinlich dann komplett von den Socken hauen, weil, wie gesagt, die passen jetzt auch hier im Spiel und sogar im ersten Teil von Jurassic World Evolution passen die einfach immer noch unfassbar genial in diese echte Dino-Simulation rein. Ich bin wirklich sehr gespannt, was sie dann da noch alles aus dem Hut zaubern werden. Was sind meine Erwartungen an das Spiel? Naja, unter anderem könnte ich mir vorstellen, dass aufgrund der Leistung der Next-Gen-Konsolen wir wesentlich mehr Animationen und Verhaltensstrukturen der verschiedenen Saurier sehen werden. Die Kämpfe könnten sich also noch um einiges realistischer und auch abwechslungsreicher anfühlen als noch im zweiten Spiel, denn das ist so ein kleiner Kritikpunkt, den ich an Jurassic World Evolution 2 immer noch habe, dass die Kämpfe da nicht wirklich spannend drüber
bekommen. Ich meine, im Endeffekt haben wir immer dieselben Todesanimationen. Die Saurier greifen sich meistens eigentlich auch nur abwechselnd an. Das könnte man also jetzt hier wirklich ändern, dass diese Kämpfe sich tatsächlich über bestimmte Areale hinwegziehen können, dass die Kämpfe andere Saurier mit einbeziehen können, dass sich eben das gesamte Kampfverhalten der Tiere unfassbar realistisch anfühlen wird. Und ich als jemand, der auch sehr kampagnenaffin ist, wünscht sich natürlich eine richtig geile Kampagne. Die wird hier sehr wahrscheinlich auch weiter im Parkaufbausektor mit einbezogen werden. Aktuell wissen wir noch nicht, was der neue Jurassic-Film uns wirklich zu bieten hat, aber ich denke mal, dass die Kampagne ebenfalls einen Fokus auf diesen Film nehmen könnte. Und es würde mich irgendwie freuen und auch so ein bisschen wurmen, wenn das Spiel tatsächlich ein oder zwei Wochen vor dem Film erscheint und wir in der Kampagne des Spiels so eine kleine Vorgeschichte spielen. Hierbei wäre jedoch ganz wichtig darauf zu achten, dass man diese Vorgeschichte nicht gespielt haben muss, um dann später den Film zu verstehen. Ein weiterer Wunsch von mir, den ich auch schon bei den anderen beiden Spielen ewig lang hatte, ist, dass ich mich sehr gerne einmal in den Körper eines Parkbesuchers hineinswitchen konnte. Ich meine, wir hatten ja diese eine Funktion, dass wir quasi unseren Park selber betreten konnten. Allerdings war das Ganze dann doch recht statisch gewesen. Ich möchte mich einfach als Parkbesucher ebenfalls in die Gebäude reinbegeben können. Ich will mich an den Tisch setzen können. Ich will das Ganze vielleicht auch online mit euch spielen, dass ich einen eigenen Park aufbaue und dann kann ich euch in meinen Park einladen und wir können uns irgendwo an den Tisch setzen, können zusammen einen Kaffee trinken, während im Hintergrund gerade der Spinosaurus dem T-Rex den Arsch aufreißt. Ich will also mehr Interaktion auch mit den Gästen haben und nicht eben einfach per Knopfdruck irgendwie eine Ansicht, eine Attraktion sehen. Nein, ich will die Attraktion wirklich begehen können. Und gerade durch die neuen Funktionen der extrem schnellen SSD-Karten, gerade jetzt hier bei den Konsolen, die PC-Spieler werden sich jetzt denken, Alter, das ist überhaupt nicht neu. Für uns auf jeden Fall toll und durch diese Funktion könnte man genau das eben mit einführen. Das wäre also wie gesagt noch so ein Punkt bei mir. Ich will Gebäude betreten können und in den Gebäuden auch selber agieren können. Ansonsten sollte das Spiel mindestens sämtliche DLCs und Fähigkeiten, die das aktuelle Spiel jetzt schon hat, in der Version, die wir damals kaufen können, mit beinhalten. Was meine ich damit? Ich würde mich jetzt einfach nur ärgern, wenn wir jetzt wirklich ein Jurassic World Evolution 3 Spiel bekommen und dann fehlen dann da aber wieder sämtliche DLCs zum Jurassic Park. Und die müssen wir uns dann erneut kaufen. Das war jetzt zwar nicht der Fall gewesen in Evolution 2, aber ihr wisst, wie ich das Ganze meine. Ich hätte gerne alle Dinosaurier von Anfang an, die wir jetzt auch dann wirklich zum Abschluss mit dem letzten DLC von Jurassic World Evolution 2 bekommen haben. Das Parkaufbausystem könnte man ebenfalls noch um einiges erweitern. Ich meine, das ist ganz nett gewesen. Allerdings könnte man sich hier noch an anderen Spielen ein bisschen orientieren, wie unter anderem auch Jurassic Park Operation Genesis. Ein Spiel, in welchem man wirklich zum Teil mehr Optionen hatte, bestimmte Dinge zu gestalten. Lasst uns also einfach komplette kreative Freiheit, lasst uns komplette Parkanlagen bauen mit Wasserrutschen, lasst uns Achterbahnen bauen, lasst uns wirklich komplett dieses gesamte Parkaufbau-Feeling genießen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Wünsche in diesem Spiel tatsächlich eintreffen werden, plus aber noch einige Extras, auf die ich jetzt einfach so spontan überhaupt nicht komme. Deswegen seid jetzt ihr gefragt, ihr könnt mir jetzt auf jeden Fall hier in dem Video mal in die Kommentare unten drunter schreiben, was sind eure Wünsche für Jurassic World Evolution 3? Habt ihr Bock auf das Spiel? Glaubt ihr, dass es wirklich nächstes Jahr schon erscheint und dass wir deswegen Jurassic Park Survival erst ein Jahr später bekommen? Ich bin sehr auf eure Gedanken dazu gespannt. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.